Und herzlich willkommen erneut bei Hell, bei der höllischen Rundentaktik von Slytherin, dem Spiel, bei dem wir in den ersten 5 Folgen unseres Let's Plays die erste Mission fertig gespielt haben. Und das hier wäre die zweite. Die überschlage ich, die habe ich ganz alleine für mich gespielt. Eigentlich möchte ich euch das Kapitel 3 jetzt gleich zeigen, nur ganz, ganz kurz einen Blick hier drauf, was in der Handlung hier mittendrin passiert ist. Wir hatten ja bei diesem Dorf Schwarzweier die Dämonen zurückgeschlagen, sind dann in dieser Mission 2 oder ich bin dann in dieser Mission 2 mit meinen Truppen zu einer Stadt gelaufen und habe mich durchs Gelände geschlagen, habe immer wieder irgendwelche Angriffe zurückgeschlagen. Aus dem Hinterhalt haben Dämonen und die Höllenwesen mich attackiert und meine Männer und habe mich dann allerdings erfolgreich durchschlagen können. Das überschlage ich jetzt allerdings das Kapitel, weil ich festgestellt habe, dass die Ankündigung der Entwickler durchaus der Tatsache entspricht, dass die Karten ständig etwas größer und vor allem anspruchsvoller werden. Von Match zu Match gibt es doch eine stetig steigende Schwierigkeitskurve und das finde ich ganz interessant, weil das Spiel dadurch abwechslungsreicher und fordernder wird. Und weil es ja oft heißt, wenn man ein Let's Play beginnt, hey, ist das nicht viel zu leicht? Du hast dich doch da ganz locker durchschlagen können, werde ich euch jetzt mal zeigen wollen, dass dem nicht so ist und deshalb spielen wir jetzt das hier, das Kapitel 3. Wieder auf Deutsch, ganz kurz vorgelesen, aufgrund der Neuigkeiten bezüglich der dämonischen Invasion wurde die Königsgarde eilig entsandt vom Turm von Weißcliff aus. Lord Kell, das ist unser Oberhaupt, unser Anführer, will keine Zeit verlieren und ruft unseren Orden des Lichts zu den Fahnen, um dann gegen Süden aufzubrechen, um sich der Bedrohung anzunehmen. Und unsere Truppen nähern sich dann dem friedlichen Dorf Niederfaring und geraten dort in einen Hinterhalt. Den wollen wir uns mal anschauen. 3 Bonusmissionen gibt es hier, eine Einsiedlerhütte erobern oder den Sandershof dort einen Kontrollpunkt besetzen oder hier 6 Einheiten zur Königstraße bringen. Und wenn man diese 3 Ziele erfüllt, dann hat man Sonderpunkte geholt. Bei der Endabrechnung, man kann allerdings auch einfach nur so da heil durchkommen und das Hauptziel schaffen, dann hat man das auch gewonnen. Und jetzt werden auf dieser Szenarienkarte, wird das mal geladen vom Programm, die Einheiten werden platziert und so sieht es aus. Das kennt ihr schon von der ersten Mission. Wir bekommen einen Vorschlag, wie wir ziehen könnten auf der Karte. Hier ganz oben, da fangen wir an, da starten unsere Einheiten. Das hier ist dieses Dorf Niederfaring. Und ihr seht schon auf einen Blick, dass die Karte weitaus komplexer, komplizierter ist als die in der ersten Mission. Hier läuft ein Fluss oder ein See mittendurch. Und das ist dieses Dorf Niederfaring. Eine Brücke führt rüber zu Sandershof. Das ist einer der beiden Bonusziele mit dem Kontrollpunkt, den wir dort besetzen könnten. Dann gibt es aber hier noch diese Einsiedlerhütte. Oben auf der Kuppe eines Bergs gelegen. Auch dort könnten wir einen Kontrollpunkt besetzen. Dazwischen gelegen ein Felstal. Das Programm schlägt uns vor, über Niederfaring durch das Felstal zu ziehen. Und unser Ziel ist es halt hier in dieser Königstraße 3 Einheiten mindestens zu platzieren. 6 sind besser. Als Bonusziele sollten wir noch diese Kontrollpunkte hier besetzen. Das ist unsere Aufgabe, wollen wir uns mal anschauen. Das sind unsere Starteinheiten. Ihr kennt das ja schon von der ersten Mission, man bekommt auch laufend Verstärkung zwischendurch, allerdings der Feind auch. Deshalb gilt es nicht zu trödeln. Ein Kampfpriester, 3 Armbrustschützen, 2 Speer, 2 Speerkämpfer, 3 Krieger, und 2 Langbogenschützen, die ich sehr liebe, weil man da aus sicherer Entfernung die Gegner abknallen kann. Mit diesen Speeren dagegen, da komme ich nicht so gut mit klar. Diese haben zwar ein riesiges Blickfeld, ganz toll zur Geländeaufteilung, zur Geländeerkundung. Bei mir gehen die immer allerdings ganz früh drauf. Können kaum etwas vertragen und die werden immer frühes Opfer bei mir, bei meiner Spielweise. Mittlerer Schwierigkeitsgrad machen wir und Start der Mission. Schnell, wir müssen verhindern, dass diese Dämonen Niederfaring zerstören. Ich hoffe, ihr habt euren Regenschirm dabei. Ja, selbst dann, wenn ihr hier an eurem Schreibtischstuhl oder in einem Café sitzend, an einem Tablet guckend oder wo auch immer dieses Let's Play genießen wollt, kann es sein, dass ihr stets einen Schirm dabei haben müsst, weil alles Gute kommt von oben. In dem Augenblick, in dem Fall hier, ist das Wasser. Es regnet, es gießt, Katzen und Hunde. Wir werden das Dorf beschützen, solange wir können, sagt der andere Teil unserer Truppen, der hier in Niederfaring stationiert ist. Und das hier sind die Missionsziele. 20 Runden haben wir nur Zeit, sollen die beiden Kontrollpunkte halten. 3 Einheiten mindestens bis zur Königstraße schicken und
und mindestens 80% der gegnerischen Truppen niedermetzeln. Das ist das Dorf Niederfahring. Da ist ein Kontrollpunkt. Da steht ein Krieger, diese ganz schwache Basis-Standardeinheit, und ein Armbrustschütz, der nicht allzu weit schießen kann. Hier noch ein Krieger. Und dann hier ebenfalls ein Krieger. Das ist das Dorf Niederfahring. Viele Wachtürme, die einen guten Verteidigungsbonus bieten. Aber der Hauptteil unserer Truppe, der kommt hier gerade an, hier von diesem Weg, und trifft hier gleich auf Feinde. Die stehen hier. Und das sind hier ein Ritter von uns, der ist umzingelt von den Geschöpfen der Dunkelheit, von den Dunkelimps. Die können Gott sei Dank jetzt ihre Fernkampfangriffe nicht tätigen, weil er direkt neben denen steht. Dann können die ja nur, könnten die nur Nahkampf machen, aber da haben die nur ganz schwache Werte. Was haben wir hier sonst? Wir haben hier vier Dämonen, vier niedere Dämonen. Das ist also wirklich keine schwache Einheit. Aber in der Menge machen die eventuell Ärger. Und sieht das nicht allerliebst aus? Schaut euch das mal an. Das finde ich wirklich hübsch. Also die Grafik-Engine ist nun wirklich keine Bombast-Engine. Aber hier mit diesen Seerosenblättern und dem Regen, der von oben runtertröpfelt, und den netten kleinen Lichteffekten, auch wenn sie nicht spektakulär sind, auf dem Wasser. Sowas mag ich. Ich finde, die Grafik sieht richtig hübsch aus. Man sieht hier an, da steckt nicht wahnsinnig viel Rechenpower drin und auch nicht unglaublich viel Geld. Aber meine Güte, ein kleines Entwicklerstudio, kein Blockbuster-Titel. Ich finde, die haben mit dieser Engine hübsche Sachen hier gezaubert. Und dann haben wir hier noch einen Späher. Und jetzt wollen wir mal von ganz oben einen Blick machen. Das ist das Felstal in der Mitte. Das hier ist die Einsiedlerhütte im Fog of War gelegen. Das ist unser Ziel, die Königstraße. Und hier ist das andere Ziel, das andere Bonusziel, Sandershof. Jetzt sind wir natürlich in der Versuchung, unsere Truppen zu splitten und überall in der Weltgeschichte herumzujagen, um möglichst schnell innerhalb von diesen 20 Runden alle unsere Bonusziele zu erfüllen, aber das mache ich nicht. Ich halte unsere Truppen lieber beisammen. Hier ist ein Späher, den könnten wir hier rüberschicken, aber selbst der schnelle Späher mit den vielen Bewegungspunkten, normalerweise haben die ja nur 16, der hat 20 Bewegungspunkte, kommt nicht allzu schnell voran. Ich werde mal erstmal mich hier um diese, um das Kopfzeug hier unten kümmern, um diese Dunkelimps und um die niederen Dämonen, und dann versuchen, schnellstmöglich zum Dorf Niederfahring vorzustoßen und dann unsere Truppen doch zu vereinigen. Das scheint mir am klügsten zu sein. Wie weit können wir eigentlich mit unseren Langbogenschützen schießen? Die könnten hierhin schießen beispielsweise, zu den Dunkelimps, und könnten die schon mal abknallen. Hier unser Ritter, der könnte... Ja, mit dem werde ich hier mal zuschlagen. Nahkampfangriff. Ist der schon mal geschwächt? Und mit dem Speer? Wie weit kann der schießen? Na, nicht allzu weit. Aber mit dem könnte ich doch problemlos zumindest hier hinziehen. Und dann könnte der hier, Fernkampf 52, ist in seiner besten Reichweite. Ja, da kann er losschlagen. Hat nur einen Angriff. Jetzt ist der weg schon mal. Und den hier, der hat noch einen Angriff, den könnte ich aus der, damit der ziehen kann, hier rüber ziehen kann eventuell. Na, da kommt er nicht mehr rechtzeitig hin. Dann kann ich den auch hier angreifen lassen. Okay, jetzt muss ich nur noch einmal hier drauf schießen, dann war's das. Kommt der Armbrustschütze weit genug? Ich denke nicht. Gehen wir erstmal hier mit den... Oh, pardon. Mit den Speerträgern vor. Kommt der weit genug, um hier einen Angriff zu machen? Nein. Der kommt nicht weit genug. Der kommt nicht an die ran. Na, die können auch Fernkampf machen. Ich könnte mich trotzdem denen halbwegs nähern, oder ich könnte darauf setzen, dass die mich angreifen und da oben erstmal hocken bleiben. Ich glaube, das mache ich. Mit dem Langbogenschützen. Ah, der muss von hier oben lang ziehen. Also mit dem greife ich erstmal hier an. Verfehlt, hat das ja ein Ding. So, jetzt ist der futsch. Der Ritter könnte ganz nach vorne ziehen. Der hat ja doch eine dicke Rüstungswerte. Ich glaube, ich mag das mal. Ich ziehe mit dem hier, ja komm, mache ich. Mit dem Kampfpriester gehe ich hier in die Vollen und attackiere den Kollegen hier stürmen. Ja, das mache ich.
Vorteil der Sache, der hier, der kann jetzt keinen Nahkampf machen, weil der in der Kontrolle, keinen Fernkampf machen, weil der in dessen Kontrollzone steht. Und der kann noch eins vorsetzen und dann wären alle vier innerhalb von dessen Kontrollzone und die können alle nur Nahkampf machen. Also, ich ziehe den hier in die Kontrollzone rein. Der kann auch noch Angriffe machen. Oder, was ich alternativ machen könnte, beflügeln. Dann hat er plus 3 auf Willenskraft und Rüstung. Dann müsste der eigentlich alles einstecken können, was die an Nahkampfangriffe machen. Boah, das gefällt mir. So. Die hat das natürlich nicht getroffen. Das ist ja der Feind. Der hat diese positiven Effekte nicht. Aber der Kollege hier, der hat jetzt hier beflügelt und wahnsinnige Rüstungs- und Willenskraftwerte. Das ist prima. Dann ziehe ich mit dem Speerträger hinterher. Okay. Mit ihm natürlich auch. Mit dem Langbogenschützen. Wie weit kann der schießen? Der müsste 2 nach vorne gehen, dann könnte er auf den da beispielsweise schießen. Sichtweite hat er noch nicht. Ich könnte hier hinziehen mit dem, relativ dicht ran. Hier hätte er allerdings einen Höhenvorteil. Wie ist das mit dem? Ach, der hat gar keine Angriffe mehr. Da kann ich mit dem ja schon mal vorziehen. Dann ziehe ich mit dem bis hierhin erstmal. Okay. Mit dem Langbogenschützen. Immer noch keine Sicht, kein Sichtfeld. Ja, das... Na, ich ziehe mit dem mal bis hierhin. Dann ziehe ich, dann verliere ich zwar den Höhenvorteil, komme aber näher an die Gegner ran und ich will ja möglichst schnell auch zu dem Dorf rübergehen. Das ist ein Sichtfeld. Und jetzt stehen die drei hier, alle, innerhalb von dessen bester... Sehr gut. Innerhalb von der besten Entfernung für Angriffe. Den müsste ich jetzt sogar eliminieren können mit einem Schuss. 57... 71. Warum hat der nur 57? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Warte, dann greife ich hier an. Kann ich mir im Augenblick nicht erklären, aber ist egal. Prima. Minus 1 Willenskraft. Hat er auch 71 und der hier hat auch 71. Dann versuche ich den mal zu killen. Und raus ist er. Prima. Der hier hat keine Angriffe mehr. Der hier auch keine mehr. Dann ziehe ich mit dem eins nach vorne. Mit dem auch eins nach vorne. Und mit dem Ritter hier. Oh, jetzt kommt er nicht mehr oben an. Das ist natürlich doof. Ach, ich kann hier schon mal... Die müssten schnell fallen. Ich kann mich mit dem schon mal hier Richtung, über diese Straße hier Richtung Dorf bewegen. Bin mal Optimist. Okay. Und die Armbrustschützen, die haben keine große Reichweite. Also die können ja nur 4 Felder weit schießen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann ziehe ich mit denen einfach nur mit dem hier vor. Mit dem ziehe ich hier hin. Und auch mit diesem Speer hier könnte ich zwar theoretisch das Gelände auf der rechten Seite erkunden, aber das mache ich glaube ich nicht. Ich habe den, wahrscheinlich geht er da nur drauf, weil er irgendwelchen anderen Einheiten über den Weg läuft. Ich könnte ihn hier drüber ziehen, zum Beispiel hier über diesen Hang und dann versuchen hier so ein bisschen dieses Gelände hier zu überwachen. Aber ich mache das lieber anders. Ich gehe lieber mit dem einfach pauschal hier rüber zu den anderen. Okay. Jetzt haben wir die alle gezogen. Jetzt gehen wir zu dem Dorf rüber. Ja, und hier sind keine Gegner weit und breit. Noch keine. Ich würde ja gerne rauskriegen, ob hier irgendwo welche sind. Ob zum Beispiel auf der, also von wo ein Angriff drohen könnte. Ob hier welche sind oder ob da welche sind. Ich gehe mal vorsichtig gucken. Na, hier ist noch nichts zu sehen. Auch nicht. Auch nicht. Ja, das sieht doch harmlos aus. Keine Gegner weit und breit. Und mit diesem Krieger hier
ziehe ich mal hier hin. Ja, sieht da auch ordentlich aus. Dann mache ich ein paar Wachtposten. Also hier haben wir einen Krieger, da haben wir einen Armbrustschützen. Den Armbrustschützen, den stelle ich hier in dieses Haus hier rein. Dann sitzt der relativ zentral. Obwohl, den kann ich auch da stehen lassen. Er steht da auf einer Straße, ist schnell unterwegs. Ach, ich platziere ihn mal hier in diesem Dorf, hier in diesem Gebäude. Und den Krieger, den lasse ich auf dem Kontrollpunkt stehen, weil das ist bei diesem Spiel manchmal so, dass Einheiten, wenn feindliche Verstärkung kommt, der kommt hier mitunter außer innerhalb der Sichtweite der eigenen Einheiten zum Stehen. Das ist manchmal bitter. Da hat man irgendwo eine Einheit vorgeschickt und zack, ist plötzlich ein Feind da. Dass es jetzt innerhalb von Niederfahren geschieht, eher unwahrscheinlich, aber ich gehe mal auf Nummer sicher. Und den Krieger, den schicke ich auch erstmal wieder zurück. Na, ich schicke ihn mal hier ins Gebäude rein. Soll er ein bisschen aufpassen. Und den hier, den schicke ich auch hier in den Wachturm rein. So, jetzt haben wir uns eigentlich um alle gekümmert. Und dann könnten wir auf eine Runde weiterklicken. Und jetzt müsste hier ein Kampf sich ereignen. Wollen wir uns das mal aus der Nähe anschauen. Ja, Zug beenden. Oh, da kommt ein niederer Dämon, greift an. Auf unser Gebäude verfehlt, wahrscheinlich wegen des Rüstungsbonus, kann sich verteidigen. Noch ein niederer Dämon, ne? Da kommt der Angriff wirklich aus der Ecke. Und die hier unten versuchen natürlich das Einzige, was möglich ist, von allen Seiten, nehmen die den Ritter in die Mangel, der schlägt zurück. Die flankieren, unterstützen sich, aber ist riskant, aber er hat sich ja selbst gedopt mit dieser Spezialeigenschaft. Wille gebrochen, der geht stiften. Das ist gut. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Dann sollten wir hier die doch eigentlich jetzt niedermetzeln können. Und zwar mit dem Langbogenschützen. Wie weit kann der? Ja, das machen wir anders. Der Langbogenschütze hier. Ach Quatsch, das geht ja auch so. Der greift ja. Ah ne, wenn er in die Kontrollzone kommt, kann er nicht mehr weiterziehen. Ich will schnellstmöglich mit den Nahkampfeinheiten zu dem Dorf. Deshalb sollte ich die eigentlich per Fernkampf erledigen. Das wäre klüger. Da fangen wir mal mit dem Kollegen Speer hier an. Einmal getroffen. Erstaunlich, der ist wirklich zu was nütze. Der hat nur noch einen Trefferpunkt, der hat nur noch einen Trefferpunkt. Dann gehen wir mit dem Langbogenschützen eins vor. Mit dem Speerkämpfer. Mit dem Armbrustschützen hierhin. Dann kann er hier angreifen. 71 ist okay. Ist nicht seine optimale Reichweite, aber ist okay. Und raus bist du. Jetzt bleibt nur der übrig mit einem Trefferpunkt. Der müsste doch eigentlich dann von diesem Langbogenschützen hier... Oh, doch, müsste der erledigt werden. Sichtfeld, Reichweite, das sollte hinhauen. Da setzen... Oh. Das ist aber nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Keine Ahnung warum. Wir machen das mal. Ja, sehr gut. Wunderbar. Hat Erfahrungspunkte gesammelt, ist besser geworden. Jetzt kann ich mit dem Kampfpriester hinterherziehen. Und kann den hier durch Stürmen killen. Ja, sehr schön. Und setze noch eins weiter. Und der Ritter kann jetzt hier hinterherziehen. Zur Verteidigung des Dorfes. Und auch die anderen, die ziehen jetzt schnellstmöglich hinterher. Oh, das dauert ja ganz schön lange hier. Das Rote, die roten Quadrate, die zeigen übrigens an, welche Route der hier geht. Also schnellstmöglich hinterher. Das ist ja keine Straße, das dauert ein bisschen. Die sind alle so lahm hier. Der ist unter Umständen noch am schnellsten. Der ist flink unterwegs, der Speer. Armbrustschützen, Speerkämpfer.
Langbogenschützen. Armbrustschütze unterwegs. Und hier noch ein Speer. Das knubbelt sich ja wirklich. Dann gehe ich mit dem mal den Weg unten rum. So. Und als nächstes sind wir jetzt hier oben. Und ja, das ist jetzt ein bisschen heikler. Der eine ist ja außer Sichtfeld. Das waren ja zwei Angreifer. Der könnte ihn jetzt angreifen. Antenne. Ich mache aber anderes. Der hat... ich mache einen taktischen Rückzug. Kann ich hier in dieses Gebäude reingehen? Nein. Was ist mit diesem Armbrustschützen? Der kann... Kann er von hier aus schießen? Das ist leider nicht... Ja, das hier ist gelb markiert. Da gehe ich mit dem in dieses Gebäude rein. Na, der kann nicht weit genug schießen. Außerhalb der Sichtweite. Aber mit dem Krieger hier kann ich einen Sturmangriff machen. Nee, ich gehe auf Defensivposition. Mit dem hier gehe ich. Kommt er in die Gebäude rein hier? Ah nein, das ist jetzt der Armbrustschütze. Dann gehe ich mit dem Armbrustschützen hier, dann gehe ich auf Lauerstellung, dann schießt er automatisch auf alle, die in Reichweite kommen. Und mit dem Krieger kann ich auch hier nicht reingehen in das Gebäude. Ist das ärgerlich. Ja, dann ziehe ich mal. Ziehe ich hier einfach nur hier rein. Ah, jetzt, der hat gestoppt, weil er hier den anderen niederen Dämon sieht. Zieht er hier in das Gebäude rein. Okay. Und der Krieger hier, mit dem gehe ich in dieses Gebäude rein. Und der Ritter ist noch nicht fix genug da. Dann habe ich hier noch diesen anderen Krieger, der überwacht eigentlich, ob von Osten ein Gegner kommt, aber aufgrund der vielen Angriffe vom Norden gehe ich mit dem auch mal Richtung oben mal hin und ziehe erstmal mit dem hier in dieses Waldstück rein. So, das müsste eigentlich reichen. Und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert beim Rundenwechsel. Ich klicke einmal auf eine Runde weiter. Wollen wir mal anschauen, wie die hier reagieren. Feindliche Verstärkung ist irgendwo angetroffen. Klar, wir werden jetzt angegriffen. Der schießt auf den Wachturm. Zweimal daneben, geht ganz nah ran. Feige Socke. Nochmal zweimal verfehlt. Da sieht man mal, wie gut dieser Rüstungsbonus in den Wachtürmen ist. Ah, von da scheint die Verstärkung zu kommen. Aus dem Felstal. Oh, wir haben plötzlich eigene Truppen hier stehen. In diesem Felstal. Wir werden versuchen, den Feind im Felstal aufzuhalten, während sie das Dorf sichern, Herr. Aber, drumherum, stehen jetzt hier auch gegnerische Einheiten. Das ist das Felstal. Ui, kann ich da nur sagen. Kein schöner Anblick. Klar, ich freue mich über die eigenen Truppen. Ich hasse aber die Gegner. Niedere Dämonen sind das und Dunkelimps. Wir haben hier Krieger, Armbrustschützen und Langbogenschützen, wenn ich das richtig sehe. Und wir haben vor allem wieder diesen Regenvorhang, der sich vor unsere Sicht hängt und der vom Himmel runterfällt, aber hoffentlich unsere gute Stimmung nicht verdüstert, denn eigentlich ist es bislang ganz gut gelaufen. Wir haben viel Schaden angerichtet, wenig eingesteckt. Wenn es so weitergeht, dann hoffe ich doch, dass diese Mission hier zu einem erfolgreichen Ende kommt. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.